Hallo aus Belgien und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich eine Rezension für euch und zwar zu Dark Matter von Blake Crouch. Ja, ich war neulich zu einem Termin in der ESA, der Europäischen Weltraumorganisation, und ja, da kamen wieder diese Science Vibes und ja, ich liebe diese Umgebung, ich arbeite selber gerne wissenschaftlich und ja, ich lese auch gerne Sci-Fi. Und deswegen, ja, hat mir Dark Matter sehr gut gefallen. Also mir gefällt nicht jedes Sci-Fi, aber Dark Matter hat wirklich rausgestochen. Und es war mein erstes Jahreshighlight und deswegen verdient es eine eigene Rezension. Ich möchte euch auch gerne ein paar Bilder zeigen, die ich in der ESA gemacht habe. Weil ich sonst, glaube ich, gar nicht dazu gekommen wäre, euch davon irgendwas zu zeigen oder teilhaben zu lassen. Ich empfehle, die ESA zu besuchen, wenn ja, man sich für Raumfahrt und generell für wissenschaftliche Projekte interessiert. Von daher, ja, mal sehen, ob ich hier irgendwo was einblenden kann. Okay, und ja, aber währenddessen erzähle ich jetzt von dem Buch. Wie gesagt, war ein Jahreshighlight und deswegen wird das wahrscheinlich eine sehr positive Rezension. Dark Matter ist jetzt noch ist nicht so neu. Ich bin etwas spät dran mit dem Lesen. Deswegen ist die Rezension vielleicht für manche nicht mehr so aktuell. Aber gut, besser spät als nie. Dark Matter spielt in Chicago. Der Roman startet damit, dass der Protagonist und seine Frau zum Abendbrot in der Küche stehen und also ja, noch vor dem Abendbrot und ja, sie unterhalten sich so und ja, es wäre theoretisch so eine Party, wo der Protagonist ja noch hingehen könnte, aber ja, irgendwie weiß er schon, dass er sich da nicht so wohlfühlen wird, denn der Freund, wenn ich mich jetzt recht entsinne, war ein alter Studienkumpane und er hat so ganz bestimmte Gründe, warum er da nicht hin möchte. Und er sagt auch, ja, der steht auf dich und ja, aber die Frau, die würde ja da eh nicht mitkommen auf die Party, weil ja, das ist da nur so für die Wissenschaftsfreunde. Und ja, der Protagonist ist selber Professor an einer kleinen Uni, also so im College, und er unterrichtet da Quantenmechanik im Bereich Quantenphysik, wenn ich das jetzt noch richtig so zusammenkriege. Und das ist auch dieser Science-Anteil an der Geschichte. Also ich denke, dass man am Ende des Romans so eine gute Vorstellung hat, was Quantenphysik und Quantenmechanik ist, auch wenn man es jetzt vielleicht nicht selber hundertprozentig erklären kann. Ich kann sagen, was in dem Roman passiert und wie das science-technisch läuft, aber ja, ich glaube, das ist besser, wenn man das selber liest und herausfindet. Sonst spoilere ich vielleicht noch zu viel von der Geschichte. Jedenfalls entschließt sich der Protagonist dann, auf diese Party zu gehen. Und wie er das schon gut vorausgesehen hat, fühlt er sich da nicht so wohl und geht einfach eher. Und unterwegs soll er ja noch irgendwas mitbringen für zu Hause. Und ja, auf dem Heimweg verändert sich sein Leben, so wie er es gekannt hatte, zu etwas völlig anderem. Und ja, das Erste, woran er so denkt, und also er ist völlig überwältigt von dem, was passiert. Ich glaube, das steht auch schon im Klappentext, dass er entführt wird von einem Unbekannten. Und deswegen, ja, fängt er an, so zurückzudenken, oh Gott, ich muss meine Frau benachrichtigen, und er versucht irgendwie eine Nachricht abzusetzen und ja, eigentlich die Totalkatastrophe. Er ja, bekommt den Boden unter den Füßen weggezogen, wie als würde er niemals zurückkehren können. Es wird auch schon gleich deutlich, schon vorher auf den Seiten davor, wo er sein Haus verlässt, dass da irgendwas im Argen liegt, denn es wird direkt so gesagt, ja, er hat sich gar nicht richtig von seiner Frau verabschiedet. So. Und das ist praktisch so, wie die Geschichte anfängt. Und das passiert so innerhalb von ein paar Seiten. Also ist nicht so, dass man jetzt irgendwie den Professor auf seinem Alltagsleben da irgendwie verfolgt oder so. Sondern es fängt gleich sehr spannend an. Und ja, das Ganze, die ganze Geschichte dreht sich darum, wie der Protagonist
immer wieder zurückdenkt und reflektiert. Man verfolgt jetzt nicht 10-mal dieselbe Geschichte. Also es ist kein Zeitreiseroman, dass er immer wieder zurückreist und irgendwas ändern kann und dann wieder irgendwie ein anderes Leben lebt oder sowas. So ist das nicht. Und das, ja, also es ist kein Zeitreiseroman, sondern es ist Quantenphysik. Und wenn ich jetzt sage, warum das Zeitenläufer heißt, also der Untertitel zu Dark Matter, der Zeitenläufer, ja, dann spoilere ich eventuell was für die Geschichte und das möchte ich nicht. Also es wäre gut, wenn ihr selber rausfindet, was es da mit der Quantenmechanik auf sich hat und warum das Zeitenläufer heißt und ja. Aber es ist wissenschaftlich besser erklärt als jetzt ein Zeitreiseroman, der mit irgendwelcher Magie funktioniert oder irgendwie, dass jemand eine Wundermaschine gebaut hat oder so. Ich finde, man hätte diesen Science-Faktor mit Quantenphysik doch noch besser erklären können. Also ich hätte davon noch mehr vertragen und dass das doch noch ein bisschen realistischer beschrieben worden wäre. Vor allen Dingen, wie die das machen. Das sieht man dann ziemlich bald am Anfang, wie das gehandelt wird. Ich fand, das war ein bisschen, ja. Aber dafür finde ich auch, eignet sich dieser Roman auch für so Leser, die vielleicht nicht so viel Sci-Fi lesen. Also auf jeden Fall lohnt es sich, da reinzugucken. Aber auch für Leute, die so ein bisschen noch auf dieser Gefühlsebene mitlesen wollen, auch bei einem Thriller und auch bei Sci-Fi, die sind hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Das ist nicht irgendwie schleimig erzählt, wie er seine Frau liebt oder irgendwie sowas, sondern das ist auf so einer ganz anderen Ebene, so diese Verlustängste und was wäre wenn und das wird da so richtig krass ausgespielt und das hat mich nachhaltig beeindruckt und ich habe davon auch noch geträumt. Schrecklich, schrecklich, wenn man sowas noch mit in seine Träume nimmt. Ja, und was noch ein kleiner anderer Negativpunkt war, ich habe sofort am Anfang gewusst, wer der Entführer ist, also das, wo er auf dem Heimweg, wo sich sein Leben total verändert. Ich habe sofort gewusst, wer das ist. Ich habe das irgendwie, und wenn man ein bisschen über Quantenphysik oder Mechanik da nachdenkt, dann kann man das eventuell schon wissen. Aber das ist nicht so schlimm, weil der Protagonist kommt ja eh selber da drauf noch später. Und wenn man das weiß, man wartet dann halt nur auf den Moment, wo der Protagonist das erfährt. Und es ist nicht unspannend, wie er sich das alles selber erschließt. Und ich fand die Charaktere allesamt sehr glaubwürdig und sie haben den Szenen entsprechend angemessen reagiert. Also nicht irgendwelche seltsamen Entscheidungen getroffen und wenn, dann halt wirklich aus dieser argen Situation heraus. Und ja, also für den Faktor, dass man da immer wieder zurückdenkt und sein Leben reflektiert und ja, dafür habe ich wirklich die volle Punktzahl vergeben. Und ja, wenn ihr das Buch schon gelesen habt, dann sagt mir doch, wie ihr es fandet und ja, ob ihr noch irgendwas in diese Richtung habt, auch was ein bisschen einfacher vielleicht zu lesen ist, beziehungsweise wo vielleicht doch noch etwas, diese etwas mehr Erklärung dabei ist. Also zum Beispiel Marciana fand ich anspruchsvoller als jetzt Dark Matter. Und ansonsten, ja, vielleicht bis zum nächsten Video. Tschüss!